Also, heute machen wir unseren ersten Kanal, der heißt K.F.Kartenkanal. Mein Bruder hat euch ja schon mal den Pünktchen vorgestellt. Ja, der frisst gerade Blätter. In so einem Kanal Willi.Papa. Und wir möchten euch heute unsere Star Wars Karten vorstellen. Fabio, das ist mein Freund. Ja, ich möchte mitmachen. Okay, ja, okay. Ja, deswegen ja auch das F. Also gut. Erstmal meine Glitzernden. Hoffentlich ist es scharf, dass man die Namen lesen kann. Das dauert ein bisschen. Okay. Ken Jarrus haben wir hier. Hier sind die Glitzernden. Also die anderen Glitzernden. Dann haben wir hier noch welche. Das dauert eine Weile. Ja, dann noch hier. So, jetzt zeigt der Fabio euch seine Glitzerkarten. Sind zwar nicht sehr viele. Aber auch egal. Okay, ja, dafür muss ich jetzt erstmal hier rüber. Hier sehen wir nochmal Pünktchen. Ja, der kleine Süße. Sweeter ist übrigens süß. Für die, die es nicht wissen. Okay. Ja, der ist dumm in Englisch. Ne? Der hat ja nur eine 3. Ich habe 1. Auch egal. Und gleich zeige ich euch noch meine Star Wars Familie, die ich gegründet habe. Ja, und meine ganz normalen Karten. Ohne Star Wars Karten gerne, dass sowas Familien sind. Ja. Bald werden wir auch noch, vielleicht auch schon heute, noch ein Video über Pokémon-Karten. Ja, die sind aber dann alle von Fabio, weil ich sammle die nicht. Ja, weil uns ist. Wir dürfen nämlich erst. Und übrigens, wenn man. Neue Karten nimmt. Vielleicht laden wir ja auch mal ein Video über Ninjago-Karten für die, die es interessiert und gerne Ninjago gucken. Wie hier, das ist übrigens 3D und entweder ja oder nein. Ja. Schreibt das in am Wochenende. Schreibt uns das in die Kommentare. Wollt ihr gerne ein Video mit Ninjago-Karten? Übrigens, bald oder vielleicht auch schon heute oder morgen, keine Ahnung, werden wir Karten. Ich hoffe, ihr kennt noch. Okay, das waren unsere Glitzernden. Jetzt kommt oder über mal. Oder ihr kennt die überhaupt. Jetzt kommt gerade. Sag mal leise. Oder ihr kennt die überhaupt, diese Karten von Rewe mit dieser Tierwelt und so. Ja, die habe ich auch noch, diese Bücher. So, hier sind meine ganz normalen Karten. Das sind eigentlich Sticker, aber. Das sind keine Sticker. Ach so, die anderen Karten, die von Rewe, ja. Wir könnten auch mal Asterix und Obelix murmeln. Schreibt uns das auch in die Kommentare, ob ihr das wollt. Katharina hat dann mit. Schreibt ja und ja. Oder ja und nein. Dann wissen wir, was ihr meint. Und nochmal mein Star Wars Karten, die glitzern. Und hat sich da gerade draufgelegt. Egal, macht ihr öfters. Also weiter geht's. Wir werden auf jeden Fall noch mehr Karten machen, ne? Hier unten sind auch noch welche, ja, aber die anderen, die in dieser Box hier sind, habe ich nicht noch mit reinbekommen. Ach so, und jetzt kommen meine Familien von Star Wars, die ich gegründet habe. Das sind natürlich keine echten Familien. Hier, wartet, ich gehe mal lieber hier hin, da ist mehr Licht. Luke und Lea, das sind ja Geschwister. Also hier, seid mal leise. General Lea Organa, das ist die Oma, dann hier der Opa, Murat Suna oder wie der heißt, falls man das hier nicht lesen kann, ich weiß, das ist etwas verschwommen. Deshalb liest sie ja vor. Ja, dann hier Prinzessin Lea, das ist die Mutter, also das spielt jetzt nur so, dann General Hux, du Schlau. dann hier Prinzessin Lea, also das ist der Vater, das ist die Mutter. Mutter. Hier die Tochter, Prinzessin Lea. Dann noch Lea Organa. Und dann noch
Prinzessin Leia. Das sind alles drei Geschwister. Also ich habe nur noch ein paar. Dann hier Mortes Vater. Das ist der Vater von eigentlich Mortes Tochter und Mortes Sohn habe ich so gespielt, ja. Dann hier Ahsoka. Eigentlich müsste ich das umdrehen, weil das Ahsokas Mutter ist und das Ahsoka spielt ich so. Das war ich nicht. Hat halt gerade gepupst. Schweine. Und dann Queen Epilena, oder wie die heißt. Ja, das ist die Mutter, das ist der Vater. Sepp. Das kann man ja wohl lesen, oder? Ja. Dann hier Lin Mi. Das ist die Tochter und das ist die andere Tochter. Aya Sekura, oder wie Aya Sekura. Okay, Ayla Sekura. Ja, du Marujan. Majoran, oder wie dieses Getränk heißt. Dann hier, das Sidious. Da spiel ich, dass das eine Mutter ist. Das Vader. Das Vader ist der Vater. Asai Ventress ist die Tochter. Und das ist nochmal Asai Ventress, die Tochter. Das ist die Zwillingsschwesterfamilie. So, jetzt kommen die Vorletzten. Daka, die Mutter. Hexe Daka. Boah, pech für dich. Count Dooku, der Vater. Salvis Opus, der Sohn, dann noch das. Savage Opus. Pech, dann noch das. Wie kann das nicht richtig aussprechen? Dann noch das Maul, der Sohn. Dann kommen die letzten. Die vorletzten, meine ich. Ja, ich hab mich gerade verdammt. Betty Bot ist verheiratet. Grievous. General Grievous. Und die letzten. Die Mutter Lulu Purs. Dann noch hier die Tochter Kadett Glamus. Sei leise. Ja, du weißt was. Und dann noch der andere Sohn. Kadett Corki. Das waren unsere Star Wars Karten. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Noch. Achso, ja, Pech für dich. Ja, okay. Vergessen. Ja, ich vergesse den typisch immer. Frauen. Was, du nennst mich Mädchen? Du weißt, dass du mich nicht so nennen darfst. Hier, das ist mein Doppeltnerv. Hier sind nur doppelte. Falls ihr es wisst. Das sind. Der hat echt viele Doppelte für seinen. Echt wenige für so einen Sammler. Ja. Und geh mal lieber auch auf die Erde. Hier? Geh mal lieber auch auf die Erde. Ja, okay. Hier ist mein Lieblingsheft. Da fehlen jetzt ein paar wegen den Glitzernden von eben. Hier. Bitte Jedis, nicht alle vorlesen. Jedis. Weil er hat Kopfgeldjäger, Fahrzeuge, Droiden. Jetzt kommen irgendein paar Typen. Entschuldige, nochmal ein paar Typen. Der alte Knacker, da war geil. Hier. Ja, hier sind Mon Calma oder wie die hier heißen. Hier sind alle Klone von diesen. Hier sind noch Klone. Junge, dann noch Klone. Hier sind ein paar Ewoks. Und hier Sänger und Musikmacher-Dings. Der hat Probleme hier mit ein paar Ewoks. Hier sind ein paar Pluskarten, Piloten und ein Verbrecher. Dann kommt hier ein paar Jabbas, ein Puzzle und noch zwei Puzzle. Hier ein Sitz. Noch mehr Sitz. Wieder ein paar Typen. Stella, keine Ahnung. Stella Guerrera. Noch ein C3PO mit einem roten Arm. Eins plus. Den hab ich dir getauscht, schlau. Sieht auf jeden Fall sehr, sehr originell aus. Ja. Dann Mandalorians. Und so. Oh, übrigens, den habe ich vergessen, um zu den Glitzernden zu tun. Chewbacca glitzernd. Geil. Okay, hier kommen Rabbits. Hatte keinen Bock, den in meinem Rabbit-Heft zu tun. Ja, das ist ja jetzt sein doppelten Heft. Ja, hier sind jetzt nochmal Puzzle. Alle übrigens voll. Nicht so wie eben. Okay, und das war's mit unserem Video. Vergesst nicht immer K.F. Kartenkanal! Also,
Ihr müsst jetzt gleich ja oder nein schreiben oder ja oder ja nein. Also ihr müsst es nicht, ihr könnt es. Aber es wäre schön. Also ihr wisst ja noch, Dings, diese Pokémon-Karten oder Ninjago-Karten. Oder und. Vielleicht hoch. Ja, kann sein. Hast du überhaupt Ninjago-Karten? Ninjago nicht, aber Pokémon. Boah, warum sagst du dann Ninjago-Karten? Muss der sich noch kaufen? Ninjago-Karten? Ja, kannst du dir noch kaufen. Okay. Für 1 Euro 5 Karten am Hütchen. Okay, das war unser Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, vergesst nicht, k.f.k-Kanal. Und falls ihr noch mal wollt, ich zeig euch noch mal den Punkt. Auf wir hätten Karten. Wir hätten ja auch noch gerne Star Wars Musik dahinter gemacht. Das haben wir aber leider vergessen. Ja, das haben wir nicht so gut hinbekommen. Tut mir leid. Ich zum Beispiel. Also, okay. Das war's. Mein Bruder hat auch einen Kanal, der heißt Willi.Papa. Ja, den kennt ihr vielleicht auch schon. Da wird der Pünktchen auch gezeigt. Und ja, das war's. Tschüss. Warte, wie lange ging das?